Könnt ihr das hören? Wenn ich so mache? Seht ihr das? Ja, nach dem letzten Vlog, wo ich gemacht habe, ist mir mein 16 bis 35 mal wieder tierisch auf den Sack gegangen, weil es ist halt eine Canon-Linse mit einem Adapter an der Sony-Kamera und dass der Autofokus nie so gut sein wird wie ein Objektiv direkt für Sony, habe ich mir schon gedacht, aber es gab wieder eine Stelle, die seht ihr jetzt. Eine Bilderreihe aus 5 Bildern zu machen, dann wäre das so ein bisschen... Assi. Wo ich einfach 10 Minuten lang rumgelabert habe und ich kann nichts von diesem Material nehmen, weil es einfach unscharf ist. Was mir auch tierisch auf den Keks gegangen ist, war der Motor im Objektiv, weil du hast immer dieses gehört und da kriege ich die Krätze. Kadi, siehst du das da auf meinem Mac? Vielen Dank nochmal, ich habe mich so sehr gefreut. Wird Zeit, dass wir uns alle mal wieder irgendwann sehen können und treffen können. Tja. Nichtsdestotrotz habe ich bei Instagram vor ein paar Wochen einen kleinen Aufruf gestartet und zwar fragt mich Zeug, was euch interessiert, denn ich habe diverse Fragen immer und 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 immer wieder bekommen. Und damit das alles mal abgehakt ist, würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Dann beginnen wir direkt mal mit Frage Nummer 1 und zwar, wie weit reist du durchschnittlich für Landschaften? Kommt drauf an, wie weit das weg ist, wo ich hin will. Wir haben hier natürlich den Vorteil, die Schweiz ist direkt ums Eck und wenn du 2 Stunden fährst, dann bist du direkt in den geilsten Landschaften mit Bergen und Seen. Dann als nächstes, Photoshop CS und gekauft. Ja, tatsächlich gekauft, denn wenn du das Ganze ein bisschen professionell machen möchtest, brauchst du zum einen Ausgaben, weil sonst du natürlich deinen ganzen Gewinn versteuern musst. Wie lang brauchst du für ein Video? Kommt ganz drauf an, was ich mache. Wenn viele Effekte dabei sind, dann länger. Ansonsten mit Aufnahme, Schnitt, exportieren, hochladen. 8 Stunden? Mit was schneidest du? Mit einer Schere. Ich schneide hauptsächlich mit Premiere. Früher in der Ausbildung haben wir mit Avid geschnitten. Aber da ich halt viel mit Nachbearbeitung mache, gerade After Effects, Photoshop und so weiter, ist halt Premiere super, weil Adobe wirklich diesen Workflow in sich, ich möchte nicht sagen perfektioniert hat, aber die sind halt echt awesome. Du kannst deine After Effects-Komposition einfach so ins Premiere importieren, ohne irgendwas rendern zu müssen. Dieses Dynamic Link, das funktioniert mittlerweile so geil. Und Premiere. Kann man deine Presets kaufen? Was für Presets? Ich habe keine Presets. Bei Photoshop habe ich so 1-2 Dinger, wo ich dann halt einfach drüber knall, gerade für meine Produktshots. Aber die verkaufe ich nicht. Ich wüsste auch nicht, wer die kaufen würde. Und für Premiere benutze ich die Gratis-Luts von Lutify.me. Den Link tue ich euch unten gerade mal reinhauen. Ansonsten einfach Color Grading mit eurem Premiere. Herrgott, dem Vater, was ist denn los? Ey, Katzen! Ah! Wo waren wir stehen geblieben? Genau, für Premiere nehme ich die Gratis-Luts von Lutify.me. Welche Kamera- und Blitzeinstellungen würdest du zum Partybildern nehmen? Oh je. Ich bin eigentlich nicht so der Blitzer. Wartet mal kurz. Das ist der einzige Blitz, den ich habe. Wenn ihr Partys macht oder Events, würde ich euch empfehlen, zum einen den Blitz keinesfalls so zu benutzen, weil wenn ihr den Leuten voll ins Gesicht knallt, zum ersten werden die ziemlich blind und ihr habt ganz flache Schatten im Gesicht. Das sieht ziemlich Käse aus. Ich würde euch entweder einmal eine Softbox für den Blitz empfehlen, wo ihr da drauf stülpt, oder ihr dreht den um und schießt irgendwie entweder so oder so irgendwie gegen die Decke, weil die Decke tut natürlich das Licht wieder reflektieren und dadurch sieht das Ganze ein bisschen besser aus und ihr habt nicht so mega harte Schatten im Gesicht. Verschlusszeit würde ich empfehlen, nichts zu langes, weil bei Partys bewegen sich die Leute natürlich, es sei denn, ihr wollt so krasse Effekte mit so im Hintergrund alles verschwommen.
relativ kurze Belichtungszeit, 1/200, 1/150, irgendwie sowas in der Richtung. Welches Objektiv ist dein All-Day? Da habe ich momentan zwei Stück. Habe ich schon tausendmal erwähnt. Sigma 35mm 1.4. Mega! Und was ich momentan tierisch gern für Porträts verwende, das 70-200. Ich weiß nicht, warum ich es nicht öfters benutzt habe. Das sieht einfach so Bombe aus. Ich blende mal kurz ein paar Bilder ein. Also momentan benutze ich wirklich hauptsächlich das 70-200. Aber wenn ich wählen müsste, würde ich doch eher das Sigma 35-1.4 verwenden. Weil du kannst es halt wirklich überall benutzen. Und der andere Prügel ist halt riesengroß und kannst halt auch nicht in engen Räumen verwenden, also dafür brauchst du Platz. Wie machst du das mit den Grafiken? Ja, das mache ich in After Effects. Ich weiß, viele von euch haben Schiss vor After Effects. Ich weiß nicht warum. Dann machen wir das jetzt halt zum dritten Mal, weil mein ganzes Display wurde vorhin nicht aufgenommen. Also, wir starten mal ganz einfach. Und zwar After Effects ist im Grunde aufgebaut wie es Premiere. Gar nicht mal so kompliziert. Jetzt schreiben wir mal hier unseren Text rein, setzen das Ganze in die Mitte, wählen unsere Ebene ab, denn ansonsten, wenn wir auf das Pen-Tool gehen, haben wir nämlich nicht die Kontur oder so. Und die Fläche müsst ihr transparent machen und Kontur ziehen wir eine relativ breite, dass auch gleich unser ganzer Text verdeckt wird. Das seht ihr jetzt. Wir malen einmal komplett rum. Gehen weiter zum nächsten Buchstaben. Ich mache das jetzt auch nicht so ordentlich. Es geht mal nur kurz darum, dass ihr seht, wie so eine einfache Textanimation funktioniert. So. Dann gehen wir erstmal in unsere Formebene rein, gehen auf Inhalt, denn die erste Sache, wo ich machen möchte, ist, ihr seht es hier unten an den Ecken, jetzt hätten wir eine gerade Kante, das finde ich nicht so schön. Gehe auf Kontur und habe hier unten einmal die Option abgeflacht, gehe da auf abgerundet und ihr seht gleich, die Ecken werden abgerundet. Und was ich auch noch mache, ist hier beim Gärungsstoß, gehen wir auf Rundverbindung, das tut uns einfach unserem Pfad noch mal ein bisschen smoother erscheinen lassen. Und jetzt kommen wir auch schon zur Animation. Und zwar ist das ziemlich einfach. Ihr geht da auf Hinzufügen, Pfad trimmen und wo ist er denn? Pfad trimmen. Seht ihr gleich Ende 100%. Wenn wir das kleiner ziehen, seht ihr, wird unser Pfad nachgemalt. Also gehen wir hier auf 100%, setzen uns einen Keyframe, schieben den nach hinten, da wo wir ihn ungefähr haben möchten, gehen auf 0 und tada, unser Pfad wird schon nachgemalt. Man sieht ein paar Ecken, wo es noch nicht so sauber ist. Das muss man nochmal kurz korrigieren. Ihr fragt euch jetzt garantiert, okay, super, jetzt hat er mir da über meine Schrift gemalt. Was soll das? Was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr nehmt eure Formebene, tut die unter eure Schrift setzen, schaltet hier unten bei Schaltermodi um und tut euch eine Alpha-Maske erstellen. Eine Alpha-Maske ist einfach eine Transparenz, wo dem Programm sagt, alles was da drüber ist, ist sichtbar. So, und jetzt können wir das nämlich nochmal genau anpassen, weil hier zum Beispiel beim D, das weiß ich jetzt schon, das hier, das ist unsauber, dann nehmen wir jetzt einfach hier unseren Punkt, ziehen den so rüber, dass das Ganze wieder sauber ist, das reicht schon. Das D wird nachgemalt, jetzt kommen wir zum O. Ja, das ist jetzt halt nicht so mega sauber, aber es geht hier nur ums Verständnis. Theoretisch könntet ihr euch auch jeden Buchstaben einzeln nehmen und das Ganze so nachmalen. Aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Gehen wir mal aufs P. Hier kommt jetzt garantiert auch, seht ihr es hier? Ist auch unsauber. Deswegen ziehen wir das auch noch ein bisschen rüber.
Zack, zack, zack. Theoretisch wären wir jetzt schon fertig. Was ich aber jetzt noch machen möchte, ist ein bisschen Bewegungsunschärfe hier reinmachen. Denn das macht nochmal so ein bisschen den Unterschied aus. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr geht wieder auf Schaltermodi. Guckt, dass das hier oben angewählt ist, diese drei Böppel da. Und auch bei unserer Alpha-Maske, diese drei Böppel, das ist nämlich die Bewegungsunschärfe. Und ihr seht, es wird so ein bisschen weich gezeichnet. Zack, zack, zack. Ich würde auch hier noch schnell die Farbe ändern. Das Rot war nur, damit man besser sieht, wo wir lang malen. Wenn es zu schnell geht, gar kein Thema, dann nehmt ihr einfach den Keyframe, zieht den euch weiter nach hinten. Also eine ganz einfache Textanimation. Fun Fact, das allererste Programm, mit dem ich wirklich geschnitten habe, war After Effects. Weil wir haben damals mit 15 einen Star Wars Fanfilm gemacht und ich wollte ums Verrecken diese Lichtschwerter animiert haben. Und ich habe nächtelang gesucht und irgendwann habe ich so eine uralte Freeware von After Effects gefunden. Ich glaube, das war auch der Moment, wo ich meine Leidenschaft für Film entdeckt habe. Weil ich saß dann wirklich stundenlang da und habe Frame für Frame dann die Lichtschwerter maskiert und animiert. Mir hat's natürlich mal wieder tierisch Spaß gemacht. Ich sag das nicht nur so, es macht mir wirklich Spaß, mit euch zu schreiben, Erfahrung auszutauschen, euch zu helfen. Ihr helft mir, wir sind eine große, glückliche Familie und in einer Familie unterstützt man sich. Deswegen würde mich ein Daumen nach oben mega freuen. Ich möchte euer Feedback haben, was kann ich besser machen, was ist scheiße, was ist gut. Lasst mich das in den Kommentaren wissen, ihr würdet mir damit so sehr helfen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.